Am Polarkreis im obersten Norden Finnlands. Nach einem langen kalten Winter blüht jetzt die karge Natur. In dieser Umgebung hat sich eine ganz eigene kulinarische Tradition entwickelt. Eine der besten Adressen für Feinschmecker in Lappland, das Restaurant Ounasvaara in Rovaniemi. Unser Leitsatz ist, alles, was man draußen sieht, kann man zum Kochen verwenden. Wir haben hier saubere Flüsse und Seen, um Fisch zu fangen. In den Wäldern gibt es Rentiere, Pilze und wilde Kräuter. Rupe Kotilainen bereitet eines seiner beliebtesten Gerichte für Euromax zu. Rentierfilet mit Lakritzsoße. Das Filet wird zunächst fest in Frischhaltefolie und dann in Alufolie gewickelt. Das Fleisch bleibt so schön saftig und wird überall gleichmäßig gar, wie in einem Vakuum. Dann kommt das Fleisch in den Ofen zum Vorgaren. Eine Stunde bei 50 Grad Celsius. So kann sich der Geschmack optimal entfalten. Man kann den Wald schmecken. Spuren von Pilzen und Flechten, die die Rentiere essen. Es sind die schönsten Aromen Lapplands. Nicht umsonst gelten sie als Symbol des hohen Nordens. Im finnischen Lappland gibt es mehr Rentiere als Menschen. Sie weiden frei in den Wäldern und trotzdem gehört jedes Tier einem Züchter. Matti Kontaniemi ist Rentierzüchter und Tourismusunternehmer. Ein paar zahme Rentiere hält er als Touristenattraktion auf seinem Hof. Die meisten seiner Tiere sind in der Natur unterwegs. Er erkennt sie an der Marke im Ohr. Es gibt 100 unterschiedliche Rezepte, sogar 101. Aus Rentierfleisch kann man alles machen, was man sonst auch aus Fleisch macht. Geschnetzeltes Rentier und Rentiersuppe sind populäre Alltagsgerichte hier in Lappland. Und vieles andere auch. Rupe Kotilainen bereitet die Lakritzsoße zu. Erst Balsamico reduzieren, dann Rotwein dazugeben und so lange köcheln lassen, bis nur noch die Hälfte der Flüssigkeit übrig ist. Zeit für die Beilage. Rote Beete und Kartoffeln sind typische Zutaten der finnischen Küche. Sie werden mit Öl und Salz bestreut und im Ofen geröstet. Frisches Gemüse der Saison wird in Salzwasser bis fest gekocht. Im Restaurant Ounasvaara werden lokale Zutaten benutzt. Diese helle, aber kurze Wachstumsperiode am Polarkreis sorgt für intensives Aroma. Den grünen Spargel bekommen wir aus einer Gegend 100 Kilometer nördlich von hier. Es ist das nördlichste Spargelfeld der Welt und meiner Meinung nach auch das beste. Der Geschmack ist süßlich und kräftig. Für die Soße hat Rupe Kotilainen mehr als 2 Tage lang eine Brühe aus Rentierknochen gekocht. Zu Hause kann man Wildfond benutzen. Als letztes kommt die süße Lakritze hinein. Die Lakritzsoße ist unsere Spezialität. Sie steht seit 8 Jahren auf der Speisekarte. Viele Gäste haben Angst davor, aber wenn sie die probieren, schmeckt sie ihnen gut. Nach einer Stunde im Ofen wird das Filet kurz von allen Seiten angebraten. Statt Rentier kann man auch Hirsch verwenden. Durch das Vorgaren bleibt das Wildfleisch weich und zart. Rentier darf nicht zu gar werden, sonst schmeckt es hart und trocken. Sogar die Dekoration kommt aus der lappländischen Natur. Blüten von Flieder, Bärlauch und Sauerampfer. Zu Rentier trinkt man am besten Rotwein. Den muss man allerdings nach Lappland importieren. Alle anderen Zutaten bekommt man vor der Haustür.